Hast du vielleicht auch ein neues Parfum? Gut ist das. Aber das kommt, glaub ich, gar nicht von ihr. Ja, da kommt es her. Wir Meerschweinchen, wir haben ja voll den Geruchssinn. Aber an was erinnert mich das? Ich kann es nicht sagen. Jetzt tut es wieder weg. Ich komm schon drauf, an was mich das erinnert. Mal nachdenken. Jetzt auf einmal weiß ich es. Das riecht genau so, wie immer in meine Träume. Wenn ich von der Perpetunia geträumt habe, dann war das genau so ein Duft. Und das heißt, wenn ich mir das jetzt alles nicht einbild, und es riecht jetzt da nach ihr, da muss sie ja irgendwo da sein. Boah. Muss ich mich erst jetzt einmal ein bisschen zusammensammeln. Dass ich das auch auf die Reihe krieg. Aber dass man da gar nichts gesagt hat, das finde ich jetzt ein wenig komisch. Naja, vielleicht wollte es mich ja überraschen. Und sie hat sich da irgendwo versteckt. Ich werde schon finden. Und also ein PPP-Pad, das passt zum ins Handgepäck. Wenn es einmal geflogen ist. Ich glaube schon, weil wir wären sonst umgekommen. So, Leo, nachdenken jetzt. Wie sagen wir, erklärst du das jetzt deine Damen? Das ist dann das Nächste. Das ist jetzt direkt ein wenig blöd. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich meine, sie haben nichts gegen sie, aber dass er auf Besuch kommt, mit denen haben die jetzt sicher nicht gerechnet. Nein, das ist mir jetzt ein bisschen zu kitschig. Du, ich will jetzt nicht mehr mit den Blätten so fotografieren. Kannst bitte aufhören jetzt. Bin ja du ein Mandel. Mit Rosen brauchst du mir wirklich nicht kommen. Ich will jetzt da wieder oben von der Bank, wenn es leicht geht, bitte. Okay? Also da hat er sich eine gescheite Mühe gemacht, Perpetunia. So ein Festessen. Und so schön dekoriert. Aber wieso ist es nicht da? Das war gerade die richtige Portion für so ein Dinner for Two, da darf ich einmal sagen. Naja, zur Not sagen wir, gehen jetzt auch den Dinner vor wann. Zur Not sagen wir. Aber kommt, schau da der kleine Zwerg. Du, Zwerge, das ist eigentlich ist das für Perpetunia und mich. Verstehst du? Sie ist nur nicht da. Hallo? Can you please stop that? Wieso, Leo, schau, die Diener vor du und wir zwei sind jetzt zwei. Also passt's. Oh, die hat keine Ahnung von der Liebe, Zwerge. Der geht ja wirklich nur sagen wir, ums Fressen. Keinen Sinn für Romantik. Leo, entschuldige, aber eine Frage. Wieso glaubst du eigentlich jetzt, dass Perpetunia bei uns ist, hä?
Machst du mal deine Augen auf und dann siehst du es. Das Pipi-Bett war vorher nicht da und es riecht voll nach ihr. Naja, aber schau, jetzt hat sie eine Verspätung. Der Lady. Ich glaube, sie muss sich erst ein wenig zurecht machen und erfrischen und dann wird es schon kommen. Wir werden sehen. Ist heute einmal Vorspeis. Naja, wann glaubst du, Leo? Was habt ihr denn hier leicht so gut, hm? Schnapp ich mir ein Bladl. Was habt ihr denn da gut? Mit Tomaten und so feierlich. Okay, haben wir leicht Gäste? Rosen. Wie die duften. Puppe, ist PPT langsam, ja? Petunia kommt dann. Ich will nicht, dass dann alles gar ist, verstehst? Du, Puppe, was der? Ihr glaubt voll, Petunia kommt dann. Ja, dann sag's ihm's halt. Sag ihm die Wahrheit. Na, warum ich? Ich sehe jetzt haben wir direkt ein bisschen eine verzwickte Situation. Wie machen wir das jetzt? Wir können ihm das so am schönsten beibringen. Muss ich einmal lang nachdenken. Leo, ich glaube, die kommt nicht mehr. Schau mal, wie viel es jetzt schon spät ist. Ja, wirklich. Riecht voll nach einer anderen Frau. Aber nicht schlecht. Leider alles schon gut, Kleine. Nur mehr ein Reifen ist dran. Aber den frisiert sie. Schade. Du, Zwerge, ich glaube, ich sag's heute Leo, von vorhin schlafen gehen, dass das nur ein Backerl war und das Petunia selber ja gar nicht gekommen ist. Gell? Und woher weißt du das, Puppi? Mit mir hat Svebi erzählt, weil die ist jetzt mehr bei ihr und die hat das mitgekriegt vom Backe. Aber gell, bringst du sie an schon nicht bei? Na sicher, Zwergi, immer doch. Das kann ich gut. Tom war so nervös. Na, jetzt krieg ich auch schon Happy Feet, oder wie das heißt. Vielleicht ist er das anstecken, was der vom Pipi-Pipi-Pet, weil da bin ich drauf gestiegen. Meinst du nicht? Puppi. Hey, Zwerge, sowas ist ja doch keine Krankheit. Mir taugt das Happy Feet. Aber das kann Pipi-Tunia, glaube ich, am allerbesten von uns alle.